Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vor einigen Wochen sind tausende Wormserinnen und Wormser auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für Werte wie Vielfalt und Toleranz zu demonstrieren. Die Menschen positionieren sich. In Kürze beginnen bei uns in Worms die internationalen Wochen gegen Rassismus. Darüber möchten wir heute sprechen und ich möchte im Studio ganz herzlich begrüßen Sabine Müller, Migrations- und Integrationsbeauftragte der Stadt Worms. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und Isabel Neubauer von der AWO im Quartiersmanagement und Ehrenamtskoordinatorin. Auch für Sie herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Frau Müller, die internationalen Wochen gegen Rassismus, was ist das denn eigentlich? Was können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darunter vorstellen? Die internationalen Wochen gegen Rassismus finden weltweit statt. Und zwar basieren sie auf einem Ereignis, das im Jahr 1960 in Südafrika stattfand, aufgrund der Apartheidsgesetze. Es gab dann Massenunruhen. Die UNO hatte diesen Tag dann zum Anlass genommen, landesweit und bundesweit diese Wochen gegen Rassismus einzuführen. Und auch hier in Worms werden diese schon seit über 20 Jahren zum Glück gefeiert. Es fing klein an. Und zwar erinnern Sie sich vielleicht noch an diese schönen Filmreihen, die vom Arbeitskreis Asyl durchgeführt wurden. Das waren immer drei Filme hintereinander. Und dann hat auch unser Beirat für Migration und Integration immer einen Film vorgeführt, Schulbesuche eingeführt, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Und wir als Integrationsbeauftragte haben schon immer eine Lesung im Stadtrat organisiert. Und dieses Jahr haben wir ein ganz tolles Programm zusammengestellt, um noch mehr Menschen zu erreichen und wirklich vom Kindergarten bis zu Senioren, um alle mitzunehmen und auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Zu dem Programm, Sie haben es gerade schon angesprochen, kommen wir gleich. Wie war denn, Sie haben gesagt, die Wochen finden schon viele Jahre statt. Wie ist denn so die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger? Also die Wochen werden immer gerne angenommen, insbesondere die Kinobesuche waren immer sehr spannend, weil sie auch ein vielfältiges Programm, es waren lustige Filme dabei, es waren Dokumentationen dabei, um die Menschen aller Couleur anzusprechen. Und durch Corona gab es leider so eine Zäsur. Wir haben diese Zeit genutzt und haben dann einen Film mit dem Beirat für Migration gedreht, um dann online zu stellen und auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass jetzt nach Corona wieder die Gelegenheit besteht, auch mit so ganz tollen Akteuren wie der AWO und noch vielen, vielen anderen. Sie können es im Heft nachlesen. Es ist wirklich dieses Jahr die ganze Zivilgesellschaft dabei, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ja, wir haben das Programm hier. Ich habe gelesen, ganz vielfältige Veranstaltungen, also ein gemeinsames Frühstück, viele Vorträge. Auf was können sich die Besucherinnen und Besucher denn freuen? Also es geht wirklich los. Schon am Anfang der Woche hatten wir jetzt vor, dieses Mal ein Zeichen zu setzen. Und wir werden eine Fahne hissen. Und die Fahne haben Kindergartenkinder gestaltet. Und die Kindergartenkinder kommen an diesem ersten Tag, die Woche geht vom 11. bis zum 24. März, zu Beginn auf den Marktplatz, also ein Sternenlauf, da kann auch jeder gerne zu uns kommen und mitmachen. Dann wird die Fahne gehisst und die kleinen Kinder bringen noch kleine Fähnchen mit und fangen schon wirklich an, im Kindergarten sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Schulen bieten Workshops an. Vor allen Dingen war uns vor dem Hintergrund des Palästina-Konfliktes ganz, ganz wichtig, auch mal die Stereotype aufzubrechen. Was ist typisch Jude, typisch Muslim, typisch Christ? Und hier finden dann auch verschiedene Workshops, das sind allerdings geschlossene Veranstaltungen, die nur für die Schüler dann gedacht sind, statt. Und am Nachmittag noch eine Veranstaltung auch für die Lehrer, weil die Lehrer natürlich auch die Konflikte im Moment erleben und dann einkaufen sollen und dann das nötige Rüstwerk an die Hand bekommen sollen. Ich habe gelesen, es gibt auch Veranstaltungen, wo eine Anmeldung erforderlich ist. Kann man sich denn noch anmelden? Gibt es noch freie Plätze und wo kann man das dann machen? Also es gibt noch freie Plätze und wie gesagt, diese Schülerworkshops sind nur für die Schulen, aber es gibt die Möglichkeit, sich noch anzumelden und zwar bei meinem Kollegen, der heute leider erkrankt ist, der hat dieses Programm dann auch gestaltet und die Adressen und alles stehen sowohl in diesen Broschüren als auch auf unserer Homepage und ansonsten einfach an mich oder an unsere städtische Homepage sich wenden und die finden die Adressen. Und melden Sie sich an, wir freuen uns über jeden, der mitmacht und sein Gesicht zeigt. So war das Motto der letzten Wochen, Gesicht zeigen gegen Rassismus.
Frau Neubauer, Sie haben ja auch einige Projekte im Rahmen dieser Internationalen Wochen gegen Rassismus. Was haben Sie vorbereitet? Ja, was haben wir vorbereitet? Wir haben heute schon angefangen am Internationalen Tag der Frauen mit einem Frauenfrühstück, was extrem gut besucht war, also hat unsere Erwartungen nochmal übererfüllt. War ein ganz toller Austausch miteinander. Das war also sozusagen unser Einstieg, weil ja auch Ramadan ist ab Sonntag und dann eben diese kulinarischen Sachen über Tag schwer werden, zumindest mit unseren muslimischen Kooperationspartnern. Und dann haben wir gesagt, toll, wir machen das, so beginnen wir. Die nächste Aktion ist am kommenden Dienstag. Wir haben seit Anfang des Jahres Café Kultur, was von Jugendlichen des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung tatsächlich betrieben wird. Und in diesem Rahmen kommt diesmal ein jugendlicher Sass-Spieler, das ist türkische Gitarre. Und es gibt wahnsinnig tolle Kuchen, also ich glaube 8 verschiedene Kuchen, auch international vertretene Kuchen. Und ja, wir freuen uns auch sehr, wenn wir da eine gute Resonanz bekommen. Die Musik ist toll, das Angebot vom Café ist toll. Das ist also das Nächste, was wir dann anbieten. Und das Letzte ist am 21. März, das ist der Tag gegen Rassismus, den die AWO auch seit 2012 tatsächlich ganz konkret begeht. Also sie beteiligt sich an den Wochen, aber das ist ganz konkret. 2012 war durch die nationalsozialistische Untergrund, durch den nationalsozialistischen Untergrund gab es so viele Terroranschläge und Tote. Und dann hat die AWO gesagt, jetzt ist es Zeit, tatsächlich auch nach außen zu treten. Wir richten diesen Tag ein. Und deshalb der 21. ist für uns also immer unser Hauptaktionstag. Und wir werden dann gemeinsam, also mit weiteren Kooperationspartnern, dem Kreisverband und eben auch der Stadt, in der Stadtform auf dem, nicht auf dem Marktplatz, sondern vom Einkaufszentrum mit Musik und Trommeln. Und wir haben ein großes Boot, was wir da auch tatsächlich präsentieren werden. Wir sind gerade dabei, eins der 100 Boote in ganz Deutschland, ein Faltboot von 5 Metern Länge, gemeinsam mit Kindergartenkindern, Jugendlichen und Senioren zu bemalen und in Kooperation mit dem Atelier Blau. Und ja, das werden wir dann sozusagen taufen, dieses Boot. Und das geht im Juni dann auf die Reise nach Berlin. Okay. Und das ist eben einfach ein Zeichen für Menschen zu setzen, die geflüchtet sind, die hier sind, dass wir als Gesellschaft das unterstützen. Jetzt ist ja die AWO generell bekannt dafür, ein Ort der Begegnung zu sein, gerade auch in Worms der Rehmeyerhof, Begegnung zwischen den alten Menschen und dem Kindergarten, der dabei ist. Wo engagiert sich denn die AWO auch gerade mit Blick auf Rassismus und Vielfalt? Was wird da bei Ihnen im Haus gemacht? Was wird da gemacht? Also ich bin ja Quartiersmanagerin. Das Quartiersbüro ist vor 2 Jahren, also wir haben eine Förderung für 3 Jahre von der Glücksspirale und haben da eben extra Stunden. Und unser Schwerpunkt ist tatsächlich dieses interkulturelle Beratungs- und Begegnungszentrum. Das heißt, wir haben ganz vielfältige Angebote, was Begegnung interkulturell begegnet bedeutet. Wir sind vor allen Dingen auch für Senioren natürlich da und wir machen einfach ganz viele Aktionen, also eben wie das Café, aber auch übergreifend mit dem Kindergarten, dass wir Aktionen gestalten. Wir haben zum Beispiel auch Bewegungen, die interkulturell aufgebaut sind. Also Ala Hopp heißt es, das ist unsere Bewegungsbegleiterin, wo wir dann auch übergreifend gemeinsam Sport machen. Also es finden viele gemeinsame Aktionen statt. Arbeit gegen Rassismus und für Integration und Vielfalt ist bei Ihnen Teil des Alltags und nicht nur in den internationalen Wochen gegen Rassismus. Nein. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also was geben Ihnen da die Leute als Feedback? Wie wird das angenommen? Es wird sehr gut angenommen. Also ich bin jetzt seit 9 Jahren dabei und zu Beginn war es noch teilweise ein bisschen schwierig, wenn wir Mitarbeiter mit Kopftuch hatten oder eben andere Hautfarbe. Und mittlerweile, dadurch, dass wir das ja auch leben, wir viele Aktionen machen, es ist also absolut selbstverständlich. Und die Bewohner gehen ganz selbstverständlich damit um, also auch unsere Senioren. Wir haben ganz selten Ressentiments. Und wenn wir welche hatten, wir hatten tatsächlich mal einen Fall, wo ein Bewohner ganz abwehrend war. Und dann hatten wir einen Jugendlichen, der sagte, oh, ich würde gerne mal mit einem Bewohner, der eigentlich keine dunkelhäutigen Menschen mag, selber dunkelhäutig in Kontakt kommen. Und das war nachher wirklich beste Freunde. Also das war eine ganz tolle Geschichte. Ja. Und von daher habe ich nur gute Erfahrungen. Wenn man die Menschen kennenlernt, dann kommt das Gemeinsame schon automatisch. Und wenn es dann doch mal, ich weiß ja nicht, kommt es dann doch ab und zu mal von zu Fällen von Rassismus? Wenn ja, wie wird dann damit umgegangen? Also
ich bin ja auch Ehrenamtskoordinatorin, wir haben 70 Ehrenamtliche und selbstverständlich hat man generell auch im Haus viele Menschen, die zu Besuch kommen. Wir sind ein sehr großes Seniorenzentrum und natürlich gibt es immer mal Fälle, wo Wörter benutzt werden oder wo Ansichten zutage treten, die man eigentlich nicht so hören möchte. Und dann sprechen wir uns aber ganz klar dagegen aus. Also wir zeigen Gesicht immer, also es wird offen angesprochen. Und entweder die AWO vertritt die Werte, wer bei uns im Haus ist, das erwarten wir, dass er zumindest versucht, diese Werte mitzutragen, vor allen Dingen Mitarbeiter, Ehrenamtliche. Und wenn das nicht so ist, dann muss man halt andere Wege finden. Sie haben gerade schon das Ehrenamt erwähnt. Jetzt lokale Bewohner, auch gerade um den Rehmeyer Hof herum oder auch sonst überall aus Worms, können die noch auf Sie zukommen? Suchen Sie immer Unterstützung oder wie werden da die Leute noch mit eingebunden? Selbstverständlich. Also wir freuen uns über jedes Ehrenamt, also über jeden, der ehrenamtlich interessiert ist. Wir haben auch ein Ehrenamt von die Jüngste ist 13, die Älteste ist über 80 und also ganz breit gefächert. Sehr viele Jugendliche, die bei uns sind. Eben wir haben durch diesen Arbeitskreis Jugendliche, die einmal die Woche kommen. Das sind etwa immer zwischen 10 und 16. Die kommen 3 Stunden die Woche und spielen mit den Bewohnern, gehen raus, machen Veranstaltungen. Wellness-Tage hatten wir schon. Also gerne. Ganz vielfältig. Ganz, ganz vielfältig. Und jedes Alter ist bei uns willkommen, jedes Interesse. Wir haben gerade einen neuen Strickclub durch das Café auch, haben wir immer Café Strick dann genannt. Und daraufhin kam jetzt also eine neue Strickgruppe zustande, auch sehr gemischt zusammen. Und also jeder ist willkommen, jede Interesse findet irgendwo einen Platz bei uns. Also wir sind da ganz offen und flexibel. Jetzt geht es ja natürlich hauptsächlich um die internationalen Wochen gegen Rassismus. Aber Frau Müller, Ihre Stelle für Migration und Integration der Stadt Worms, was wird da sonst noch gemacht, um Rassismus in Worms langfristig entgegenzuwirken? Genau, also wir haben dann die Corona-Zeit genutzt und haben einen AK gegen Rassismus, gegen Diskriminierung gegründet, in dem auch die ganzen Akteure, die an diesem Programm mit vertreten sind, aktiv sind. Wir treffen uns mehrmals im Jahr, besprechen die weiteren Aktionen. Eine Aktion ist natürlich immer ganz klar diese Woche gegen Rassismus, aber wir sind auch dran gewesen und wir suchen immer noch im Hintergrund vielleicht einen Begegnungsraum, einen interkulturellen Begegnungsraum auf die Beine zu stellen. Da hatten wir ganz viele Aktionen dazu. Das wird auch noch jetzt im nächsten Beirat für Migration ein Thema sein. Und wir sind als Hauptamtliche natürlich immer dazu da, auch die ganzen ehrenamtlichen Aktionen dann zu bündeln und zu koordinieren, weil die Frau Neubauer hat es auch, glaube ich, schon so ein bisschen bemerkt, also ohne Hauptamt kann man auch schlechtes Ehrenamt dann am Leben erhalten. Und wir versuchen dann auch alle Aufgaben zu bündeln, stellen auch die ganzen Aktionen dann bei uns auf die Homepage. Und wie gesagt, das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Und ich bin froh, dass ich jetzt diesen leider erkrankten Kollegen Sabo Biolis habe, der dieses Programm auf die Beine gestellt hat. Und wir haben ja zusammen eine Stelle und bin froh, dass ich mir diese auch teilen kann. Um diese ganz vielfältigen Aufgaben, die Integration, ist es ja nicht nur diese Wochen, sondern es ist ja noch sehr, sehr viel darüber hinaus dann bewältigen zu können. Sie haben ja auch eben schon im Rahmen der internationalen Wochen die Arbeit mit den Kindern angesprochen. Mit welchen Organisationen arbeiten Sie denn ansonsten noch zusammen? Also gerade Bildungseinrichtungen auch, weil da ist ja auch der Grundstein, um dagegen anzukämpfen. Also wir arbeiten gerne mit den Kindergärten zusammen. Also wir führen auch regelmäßig Schulungen für Erzieher durch, um die Erzieherinnen interkulturell zu schulen. Da finden auch jährlich in der Regel Schulungen für die Erzieher statt. Mit Schulen arbeiten wir zusammen, um auch die Jugendlichen, wenn sie dann wieder in den Beruf gehen sollen, um die fit für den Beruf zu machen. Wir hatten Bewerbertag zusammen mit den Berufsschulen. Wir haben mit den Schulen jetzt auch hier wieder diese ganzen Schulungsmaßnahmen, um die Lehrer fit zu machen. Und wir sind auch dann Ansprechpartner, falls es wirklich mal nicht so gut läuft, stehen wir auch gerne als Vermittlungsperson zur Verfügung. Weil wir hatten letztes Jahr auch noch eine Anlaufstelle gegen Rassismus vom Land aus. Diese wurde jetzt leider aus finanziellen Gründen eingestellt. Aber wir stehen bereit und wenn da was wäre, können uns die Menschen immer gerne auch ansprechen. Okay. Welche Herausforderungen bringt denn Ihr Berufsalltag im Kampf gegen Rassismus mit sich? Herausforderungen,
es ist so, die Themen wechseln ganz einfach. Also war es jetzt noch vor 1 bis 2 Jahren, stand ja der Schwerpunkt Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, ist auch wieder in diesem Programm vertreten. Und dieses Jahr ganz klar steht natürlich der Palästina-Konflikt im Mittelpunkt des ganzen Sachen. Deswegen haben wir auch dieses Jahr den Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt. Wir hatten letztes Jahr auch schon das Thema Sinti und Roma. Die darf man nicht vergessen. Und auch nächstes Jahr werden wahrscheinlich wieder ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Und das ist das, was auch die Arbeit so wertvoll macht, dass man immer ganz spezifisch auf die Probleme, die vielleicht dann gerade so aufploppen, reagieren kann und ganz viele Mitstreiter hat. Und ich muss sagen, die AWO, das ist einfach auch für uns ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Es kam also auch durch diesen Arbeitskreis dann zustande. Und wir können hier die Arbeit gar nicht alleine leisten, sondern wir sind wirklich, brauchen Menschen, die mit uns agieren und uns unterstützen. Und wichtig ist uns auch in diesem Zusammenhang, dass wir mit diesem Programm jetzt auch noch viel mehr dieses Thema in die Fläche tragen können. Also es war ja, wie gesagt, schon immer ein Thema, aber dieses Jahr haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dass wirklich alle Gruppen, jede Altersstruktur erreicht wird. Und ich glaube, es wird uns mit diesem Programm auch gut gelingen. Wie ist es bei Ihnen in Ihrem Berufsalltag, was Herausforderungen gerade mit Blick auf Rassismus betrifft? Ja, also wir versuchen uns halt interkulturell auch natürlich noch weiter zu öffnen. Und wir sind gerade dabei, ein kultursensibles Pflegekonzept zu schreiben. Und in diesem Rahmen gehört es natürlich auch dazu, auch wenn wir einen sehr hohen Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund haben, trotzdem so gegenseitig auch zu sensibilisieren. Also wie die einzelnen Kulturen tatsächlich auch, wie die einzelnen Kulturen sind. Und jeder kennt seine eigene, aber die andere ist dann doch manchmal ein bisschen fremd. Und das heißt, der nächste Schritt, den wir jetzt haben, das Konzept steht einigermaßen, wird es jetzt sein, dass wir im Sommer tatsächlich Schulungen für die Mitarbeiter durchführen, wo man einfach mal auch alle Fragen stellen kann, die noch so im Raum sind, ja, wo man vieles über die anderen Kulturen erfährt. Also wir haben gesagt, das ist nochmal ganz wichtig, dass man eben diesen Weg geht. Daneben, also zum Beispiel auch natürlich, dass man Dolmetscher da hat für Bewohner, dass man dementsprechend auch auf die Menschen eingehen kann. Also wir arbeiten immer schon individuell, aber jetzt kommt dieser kulturelle Aspekt nochmal ein bisschen, wird nochmal ein bisschen schwerer nochmal dazugenommen. Und wie ist da Ihr Eindruck, wie wird es so von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims angenommen? Ach, ich denke, die Bewohner, die finden das schon ganz gut, ja. Doch, die finden das schon ganz interessant, wie heute auch. Also wir waren so gemischt, es waren aus aller Herren Länder, waren Menschen da, waren Frauen da. Und die fanden das einfach nur toll und interessant und kommen gerne ins Gespräch, lassen sich auch gerne was erzählen. Also die Bewohner sind da wirklich, wenn die eben diesen Kontakt haben, auch beim Arbeitskreis sind auch viele dabei, die einen Migrationshintergrund haben und das kommt immer sehr, sehr gut zusammen. Also jeder lernt von dem anderen und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Frau Müller, wenn jetzt Leute, Sie haben gerade erwähnt, wie wichtig auch das Ehrenamt ist und dass sich Leute engagieren, wenn sich jetzt Leute engagieren wollen, vielleicht auch mit Blick auf die internationalen Wochen gegen Rassismus in den kommenden Jahren, wie können die da Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Die können einfach mich kontaktieren. Sie finden unsere Adresse Sabine Müller, auf der Homepage oder die von meinem Kollegen. Ich kann es auch gerne noch mal ganz sagen, sabine.müller@worms.de, können Sie mich anschreiben und dann stellen wir gerne auch den Kontakt her. Und gerade auch zu den Akteuren und ich habe, die Frau Neubauer hat es nicht ausgesprochen, aber unser Ziel ist, dass es am Schluss einfach alle nur Wormser sind, dass wir uns gar nicht mehr darüber unterhalten müssen, sondern dass wir alle nur Wormser und Wormserinnen sind. Das sollte eigentlich das langfristige Ziel sein. Das ist doch super. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, die internationalen Wochen gegen Rassismus stehen kurz bevor, vom 11. bis 24. März 2024. Das aktuelle Programm finden Sie auf der Homepage der Stadtverwaltung. Und ja, ich glaube, da stehen spannende Wochen bevor. Vielen herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bleiben Sie dran, es geht spannend weiter.